Ja, dann begrüße ich alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel des HC Erlangen am kommenden Donnerstag um 19 Uhr gegen den TV Hüttenberg. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Robert Andersson und Martin Stranowski. Und wie immer geht die erste Frage an den Cheftrainer. Robert, wie habt ihr das Spiel gegen Flensburg analysiert und was erwartest du dir von deiner Mannschaft am Donnerstag? Stimmt, wir haben das Spiel gegen Flensburg analysiert und da war eigentlich nicht so viel zu sagen über dieses Spiel. Wir gucken weiter und das ist neues Spiel am Donnerstag gegen Hüttenberg, ein Aufsteiger. Und ich muss sagen, wenn wir ein außergewöhnlicher Aufsteiger waren letztes Jahr, dann finde ich, dass Hüttenberg das auch sind, vor allem spielerisch. Die haben vielleicht noch nicht in diesen Spieltagen so viele Punkte geholt, aber die waren sehr, sehr nah dran. Wenn man die Ergebnisse guckt, dann war es ein Tor gegen Leipzig, ein Tor gegen Melsungen, zwei Tore gegen Berlin, unentschieden gegen Wetzlar zum Beispiel. Und das haben sogar wir nicht geschafft letzte Saison. So, wir wissen, das wird ein sehr hartes, schönes, aber kampfbetontes Spiel, glaube ich, über 60 Minuten. Da wird nichts geschenkt. Die spielen ein bisschen anders. Die spielen offensive Abwehr, 3-2-1 Abwehr. Das macht nicht so viele in diese Liga. Das heißt, wir müssen da uns vorbereiten, ein paar taktische Sachen, um diese Abwehr zu lösen. Aber wir müssen auch über 60 Minuten sehr individuell Zweikämpfe gewinnen, 1-1, 2-2, um diese Abwehr zu knacken. Aber wir brauchen auch über 60 Minuten Tempotore, einfache Tore, vielleicht ein paar einfache Tore aus dem Rückraum. Das zum Beispiel haben wir nicht in Flensburg gemacht. Wir standen nur da 6 gegen 6 und dann ist es schwer. So, das brauchen wir. Wir brauchen auch selber in unserer Abwehr sehr, sehr viel Geduld haben. Die spielen sehr, sehr lange Angriffe mit sehr viel Geduld. Die warten auf ihre Chance. Das heißt, wenn wir erste, zweite Druck schaffen und so weiter, dann darf man nie Fokus, Konzentration nachlassen und glauben, jetzt haben wir den Griff, sondern dann sind die richtig gut. So, eine sehr aggressive Abwehr über längere Zeit müssen wir schaffen. Und ja, aber wir freuen uns auf das Spiel. Ein schönes Spiel, wie gesagt, ein kampfbetontes Spiel. Wer eine beste Tagesform hat, ein, zwei gute individuelle Spieler, wird wahrscheinlich dieses Spiel zum Schluss knapp gewinnen. Deswegen freuen wir uns auf ein Heimspiel, unser Publikum, und hoffe, dass es zum Schluss, dass wir die zwei Punkte holen. Danke. Danke, Robert. René, was erwartest du dir vom Donnerstag? Ja, also Robert hat das, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich und auch gut angedeutet, was uns da erwartet. Hüttenberg, ein Aufsteiger, keine so klangvollen Namen, wie vielleicht jetzt Flensburg zuletzt hatte, aber ein hochgefährlicher Gegner. Also wir dürfen unter gar keinen Umständen Hüttenberg unterschätzen. Ich glaube, dieses Spiel, auch wenn es nach einer Floskel klingt, aber wird über die Einstellung entschieden. Und zwar die Einstellung, dieses Spiel zu 110% ernst zu nehmen, 110% Einstellung, Kampf und auch die Leistung, die wir haben, die Qualität, die wir haben, auch auf die Platte zu bringen. Das können wir aber wirklich nur, wenn wir da Vollgas geben, und zwar von der ersten Minute an. Das ist Robert hat es, glaube ich, auch jetzt sehr, sehr klar gesagt, Gegner, der sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hat, der gezeigt hat, dass er in dieser Liga Parole bieten kann, ganz klar, auch wenn noch nicht viele Punkte bei rumgekommen sind. Aber wer denkt, ach, einen Aufsteiger nehmen wir jetzt mal nebenbei mit, der wird am Donnerstag eines Besseren belehrt werden. Deswegen, da müssen wir dringend unsere eigene Einstellung dazu finden, die wir haben. Da mache ich mir auch gar keine Sorgen, weil wenn wir die schaffen, auf die Platte zu bringen, dann werden wir dieses Spiel auch gewinnen. Aber das muss uns bewusst sein, dass das ein starker Gegner ist, der uns am Donnerstag jetzt erwartet. Und da brauchen wir die volle Unterstützung der ganzen Halle. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir ein Heimspiel haben und dort mit unserem tollen Publikum zusammen diesen Gegner, glaube ich, niederkämpfen werden. Und ja, darauf freue ich mich, auf ein sehr enges, sehr kampfbetontes Spiel und ein spannenden Abend am Donnerstag. Danke, René. Martin, wie bereitest du dich auf den Donnerstag vor? Ja, ist keine
kein schlechter Spieler, Hüttenberg, kein schlechter Gegner. Denke, ja, wir müssen machen eine aggressive Abwehr, weil sie spielen sehr lang in Angriff. Sie spielen vielleicht 2 Minuten und sie machen auch nicht so viel Fehler, weil wir haben schon einmal gespielt gegen Hüttenberg und wir haben gewonnen, aber wir haben gewonnen mit 2 oder mit 3 Toren und jetzt sie sind in Liga auch so, dass sie spielen gut, denke ich. Und ja, sie haben auch diese andere Abwehr, was Robert hat schon gesagt. Aber ja, wenn wir spielen schön und wenn wir spielen gut und wir gewinnen mit 2 Toren, dann denke ich, wir können zufrieden sein. Danke, Martin. Zeit für Ihre Fragen. Bitte kurzes Handzeichen. Wir fangen an mit Hannes Ries von der Handball. Herr Andersson, liegen die Stärken von Hüttenberg mehr im Kollektiv oder haben die auch herausragende Einzelspiele? Also die sind ja sehr stark als Kollektiv. Wenn man also Mannschaft vom gleichen wir und Hüttenberg finden, ist das auch, wir müssen das über Kollektiv machen, das stimmt. Aber die haben trotzdem individuelle Stärke. Ich finde Lipovina ein sehr guter Rückraumshooter. Wenn man ihn freilässt, dann schießt er sehr, sehr gut. Aber auch Mittelmann, Rückraum Linke, die sind sehr gefährlich, 1 gegen 1. Spiel gut mit Kreis und die haben auch diese individuelle Stärke. Aber das kommt natürlich auch von der Mannschaft, Mannschaftsleistung, ja. Sie haben schon angedeutet, Hüttenberg hat sehr gute Ergebnisse erzielt. Sie werden ja die Videos gesehen haben. Was war denn dann der Unterschied zu Wetzlar, dass dann doch noch zu einem Punktgewinn gereicht hat? Ja, also die geben ja nie auf. Das sieht man, die kämpfen. Also kein Gegner hat bis jetzt Vorsprung rausgespielt, sondern sie sind immer dran in Führung, aber nur mit wenig Toren. Die machen wenig Fehler und so weiter. Die machen das sehr, sehr gut alles. So, das heißt, man muss über 60 Minuten selber wenig Fehler machen, voll fokussiert sein und wenn die Chance da ist, die wirklich zu nutzen, weil sonst wird es schwierig. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, du sagst, ich spiele mit einer offensiven Abwehr. Heißt es auch für euch, dass zum Beispiel das Angriffsmittel Flügelspiel stärker zum Tragen kommen kann, als es in den letzten Spielen war? Weil Martin sitzt ja da, aber in den letzten Spielen ist relativ wenig über Außen gegangen. Ja, stimmt. Letztes Spiel war nicht viel. Aber das kommt auch, selbstverständlich brauchen wir diese Tore auch von 6 Metern. Die sind wichtig vom Außen, vor allem auch vom Kreis. Wird das am Donnerstag sehr, sehr wichtig, weil da ist auch ein bisschen mehr Platz. Das müssen wir schaffen da mit diesen Räumen, ein paar Tore, 7 Meter, 2 Minuten und so weiter zu schaffen. Aber außen sind die abhängig von Rückraumspielern. Die müssen diese Räume schaffen, 1-1 gewinnen, um außen frei zu spielen, beweglich zu spielen. Und das haben wir im letzten Spiel nicht geschafft, aber wir haben das vorher gezeigt, dass wir außen auf jeden Fall immer 2, 3, 4 Chancen von außen gehabt haben. Und das ist gut in einem Spiel, aber das wird auch wichtig, auf jeden Fall. Ihr habt ja jetzt euch nochmal verstärkt bzw. Ersatz geholt für Johannes Selin. Welche Rolle kann Markus Enström überhaupt schon spielen? Er hat jetzt, glaube ich, gestern das erste Mal mit euch trainiert. Bleibt ja nicht viel Zeit. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, der wird uns schon helfen. Im Training, dass wir nicht auf so viel Belastung auf 3 Spieler die ganze Zeit machen muss. Ich glaube auch, dass der nach ein paar Tagen wieder ein bisschen fitter sein werden und auch im Spiel uns helfen können über ein paar Minuten oder länger Zeiten. Und ich weiß ja, was der gemacht hat. Er hat ja bis vor ein paar Monaten Endspiel in Schweden gespielt, über Jahre lang als erster Mann in einen Topverein. So, wir wissen, was der kann, aber selbstverständlich braucht er ein paar Tage, ein paar Trainingseinheiten, um wieder in diesen Fitnesszustand. Aber da wird uns auf jeden Fall im Training von unseren 3 Linkshänder und auch ab und zu mal im Spiel helfen. Weiter
nochmal auf die Frage von vorhin zu kommen, für dich außen, genauso wie Johannes oder wer auch immer auf rechts außen ist, es ist ja oft schwierig, dann da draußen im Eck zu stehen und zu warten, kommt ein Ball, kommt keiner und dann muss der Ball sitzen, wenn du mal einen hast. Ja, ich weiß das sehr gut, weil ich habe schon auch gespielt in Rückraum Mitte und halb links beim Spiel 2 Jahre vor. Das ist schwer spielen vor außen, aber ja, denke ist wichtig, weil wir brauchen Platz in Angriff, dann wir müssen vor außen spielen. Aber ja, ist ein bisschen schwer, aber wir müssen suchen diese Situationen vor dass auch außen kann Tore machen. Aber ja, ist nicht immer so einfach. Ja, lange Nachrichten? Genau. Was nehmen Sie denn Positives aus dem Flensburg-Spiel noch mit? Ja, für uns war da trotzdem, finde ich, ein paar gute Sachen, finde ich. Vor allem erste Halbzeit war viele Sachen mit kämpferischer Einstellung. Wir liegen nur mit 2 Toren in Flensburg zurück. Wir machen auch manche Sachen gut in der Abwehr, vor allem Unterzahl. Solche Sachen. Wir haben auch Möglichkeiten, 3-4 Mal in unser Angriff kleine Sachen, was wir abgesprochen haben, besser zu machen. Und dann können wir sogar in Führung gehen. Aber danach, zweite Halbzeit, war halt Flensburg bessere Mannschaft insgesamt über 60 Minuten, individuell besser. Diese 1-1 Zweikämpfe haben die alle Spieler, finde ich, gewonnen. Alle Rückraumspieler, das wollten wir ein bisschen verhindern, aber trotzdem sind wir näher an so eine Top-Mannschaft rangekommen und da müssen wir uns messen. Also wir sind zweites Jahr in erster Bundesliga, ich weiß nicht, wie lange Flensburg da drin sind, Top-Mannschaft, auch in Europa, Champions League und so weiter. So klar gibt da für uns als Mannschaft auch sehr viele positive Dinge und die nehmen wir auf jeden Fall mit, ja. Ja. Wie kann das passieren? Ihr habt die erste Halbzeit, wie du sagst, ja sehr gut mitgehalten. Ihr habt in Unterzahl einen Rückstand gedreht, seid in Führung gegangen. Und dann war es mit der Halbzeit wie abgeschnitten. Ist das eine Nervensache oder hat Flensburg die Fuß von der Bremse genommen? Nein, also, aber die kommen ja auch in zweiter Halbzeit raus, die kriegen ein bisschen Lauf. Die haben die ersten 8 Minuten, glaube ich, keinen Fehlversuch. Die machen immer Tore. Glandorf da in der Mitte, wo eigentlich unsere Abwehr offensiv, aggressiv sein soll, auch mit ein bisschen Glück, 2-3 Mal Torwart, Pfosten rein. Aber die stellen auch eine ganz bessere Abwehr in zweiter Halbzeit. Wir haben Probleme, diese Lösungen zu finden. Wir machen keine einfachen Tore in zweiter Halbzeit, sondern müssen immer kämpfen. Wir haben nicht so viele Tempotore. Ich glaube, kein einziges einfach aus dem Rückraum. Zweite Halbzeit, das macht es auch einfacher für Flensburg. So da haben die einfach ihre Klasse gezeigt, dass die ein bisschen in solche Sachen besser noch sind als wir. Gibt es weitere Fragen? Noch einmal das Mikrofon an Charivari. Okay. Ich wollte noch die Frage stellen, jetzt eben, Sie haben ja schon gesagt, dass es jetzt gegen den Außenseiter kein selbstverständliches Spiel wird, das zu gewinnen, aber nochmal für die Fans, wie wichtig ist es jetzt eigentlich gegen diesen Aufsteiger, dass wirklich viele Fans ins Stadion kommen und dass die Fans unterstützen? Ja, das hilft einem immer. Wir haben zu Hause, auswärts, sehr, sehr gute Fans und wir brauchen die, weil, wie gesagt, man hat auch, vielleicht waren ein bisschen nach unser Gummersbach-Spiel, ja, Gummersbach zu Hause, muss man einfach, die haben nur mit 2 oder 3 Toren gegen Deutsche Meister verloren. Es gibt heute, das hat man jedes Spieltag gesehen, es gibt kein einfaches Spiel. So, wir müssen eine Topleistung bringen, wir müssen kämpfen, wir müssen alles geben. Dann kriegen wir auch unsere Zuschauer, unsere Fans mit und die bedeuten in so ein Spiel, wie am Donnerstag, wo es um sehr viel Kampf geht, Einstellung, ist das enorm wichtig und da brauchen wir jeden und das hoffe ich, dass es auch so sein wird am Donnerstag. René, noch eine Frage. Das Zuschauerinteresse, kann man da schon Tendenzen ablesen? Oder?
Ja gut, die Ferienzeit ist jetzt gerade zu Ende, deswegen jetzt fängt es an interessant zu werden. Klar, jetzt am Donnerstag gegen einen vielleicht nicht ganz so klanghaften Namen ist es was anderes wie ein paar Wochen später gegen den THW Kiel, ist ganz logisch. Trotzdem sind wir da sehr zufrieden, wir sind auf einem guten Weg und machen, denke ich mal, auch eine Menge, dass wir dort die bestmögliche Unterstützung für die Mannschaft auf der Platte gewährleisten. Aber ich denke auch, wir haben ein tolles Produkt, eine tolle Mannschaft, attraktiven Handball hier in der Halle und ja, ich freue mich auf jeden, der am Donnerstag sich dieses Spektakel angucken möchte. Was heißt das konkret, René? Ist wieder ein Vorhang offen oder? Ja. Also das wird es ja aufgrund der Sky-Thematik und der Hintertorkamera immer geben. Dementsprechend werden wir einen Vorhang haben und sozusagen diese Zweidrittel-Variante bespielen. Genau. Zahlenmäßig so ungefähr wie Kummersbach? Genau. Wir laufen da wieder auf die 3000 und plus hinaus und wo wir am Ende jetzt landen, das werden die nächsten 2-3 Tage zeigen. Robert, die übliche Frage nach dem Personal. Ja, ich habe auch der anderen Spieler gesagt, alle waren fit, aber dann ist leider Sachen passiert im Trainingsspiel. Aber bis jetzt ja, sieht alles gut aus und ich hoffe, dass es so bleibt bis Donnerstag. Wenn alle Fragen beantwortet sind, dann danke ich Ihnen recht herzlich fürs Kommen. Wir sehen uns dann am Donnerstag um 19 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung wieder. Vielen Dank. Tschüss.